Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind immer noch im Kloster und treten wieder die Arbeit an. Gelobt sei Jesus. Ja, du mich auch. ich sag mal, ich verpfeif mal die einen beiden Pflaumen. Ich konnte etwas herausfinden, das hier im Kloster schief läuft. Das habe ich nämlich immer noch nicht gemacht bei dem Speicherstand. Joachim stiehlt Wein. Bruder Joachim stiehlt Wein, damit die Zirkatoren trinken können. Joachim? Nun, diese miese Ratte hat ihr wahres Gesicht gezeigt. Weißt du, wo er ihn stiehlt? Ich habe keine Ahnung, leider. Macht nichts. Das war eine wichtige Information. Die Zirkatoren gehen nachts in den Keller, um Wein zu trinken. Ich wusste es. Johann hat stets eine Fahne. Und der will abwerden. Das haben wir schon? Ja, weiß ich nicht. Komm zu mir, falls du noch etwas erfährst. Ich bin hier, um zu arbeiten, weil ich muss. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Okay, das brauche heute wir schon. Zwei Hahnenschreitränke. Sobald du fertig bist, okay. Findest du mich. Okay, dann machen wir das heute noch schnell. Dann habt ihr direkt wieder ein Tutorial dafür, wie man Alchemie benutzt. So, lesen wir mal. Hahnenschrei. Was ist denn? Da ist er. Du benötigst Alkohol, eine Handvoll Baldrian und zwei Handvoll Minze. Zerkleinere die Minze, lass die Minze für einen Sanddurchlauf kochen. Gib dann Baldrian hinzu und lass es für zwei Sanddurchläufe kochen. Destilliere das Gemisch. Okay. Also, nochmal im Schnelldurchlauf. Minze zerkleinern, rein. Einen Durchlauf kochen, Baldrian rein, zwei durchkochen und destillieren. So, Minze war ja zweimal, ne? Und wir brauchen Alkohol. Mal den Alkohol rein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das macht mit der Minze. Mit dem Zerkleinern. Ob ich da direkt beides reinhauen kann? Das sieht mir nämlich nicht so aus. So, rein damit. Ich weiß jetzt nicht, ob es einmal Minze ist oder zweimal. Wahrscheinlich einmal erst. Ich setze es lieber mal zurück. So, bereite das vor. Sorry, Leute. Ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich mache auch nur den ersten Trank. Den zweiten überspringe ich dann. So, nehme ich die Minze. Den Mörser. Benutzen, ja, im weitesten Sinne. Fein gemacht, Heinrich. Rein damit. So, nehmen wir nochmal Minze. Rein damit. Ich weiß nicht, für was der Tiegel ist. So, jetzt zwei Durchläufe. Das müsste 6 mal 10 sein dann. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sehr schön. So, Minze ist dabei. Gib den Baldrian hinzu und lass es für 2 Sanddurchläufe kochen. Warte mal. Stand doch bei Minze auch 2, oder? Nein! Shit. Nur einen. Baldrian. Schnell, bevor es zu spät ist. Baldrian hinzu. Und nochmal 2. 1, 2, 3. Ich mach mal hier Sanduhr an.
Und danach destillieren, ne? Ganz schön schnell so ein Durchlauf. So, und destillieren. Wie benutze ich den denn, den Destillator? Kann ich irgendwie gar nicht benutzen. Hallo. Wie funktioniert das mit dem Destillator? Jetzt wollte ich euch das hier zeigen und... Das Gebräu kann dann direkt vom Kessel in eine Fiole gegossen oder destilliert werden. Ach so. Verstehe ich nicht. Der Fiole, das verstehe ich. Kann ich nicht eigentlich nur destillieren, wenn das Ding heiß, wenn das Zeug heiß ist? Wenn es kocht eigentlich? Aber ich kann ihn nicht benutzen. Nö. Macht doch nicht. Ah, okay, so funktioniert das. Hält er hier das Ding fest? Müll, oder? Hahnschreitrank. Ich habe den fertig gemacht. Ha, wie geil. Und ich hatte sogar noch einen. Perfekt. Okay, dann machen wir auch nur den einen. Hab keinen Bock. Salve, Gottlob. Noch einen zweiten zu machen. Wir uns. Sagt das so mega creepy, ne? Ich habe alles erlebt. Zeig mir, was du ausgezeichnet, Gregor. Du hast... Ja. Ich habe Talent. So, jetzt haben wir bis 12 Uhr. Dann ist wieder Arbeit in der Bibliothek angesagt. Da möchte ich natürlich nicht zu spät erscheinen bei meinem geliebten Bibliothekar, der mir am ersten Tag direkt einen Anschiss gegeben hat. Wobei er zuerst direkt gesagt hat, oh, ist nicht schlimm, du bist ja ganz neu, das hast du bestimmt noch nie gemacht, aber du kriegst trotzdem voll den Anschiss, wenn du einen Fehler machst. Ja. Wir haben doch schon 12. Das ist genau das, was ich meine. Es ist halt ein bisschen blöd, wenn man jetzt hier warten muss, bis die Arbeit vorbei ist. Und eigentlich ist ja um 12 schon Bibliothek. Da geht's hier hoch. Eigentlich ist ja um 12 schon die Wachablöse, so mehr oder weniger, ne? So, wo ist der Kerl? So, gib mir ein Buch, Junge. Ich hab Bock zu schreiben. Ich wäre dann hier. Wunderbar. Ah. Komm her. Heute machen wir das. Heute machen wir das. Ich muss noch ein bisschen näher ran hier gehen. Ein bisschen näher ran. Ja.
Duea? Also auf jeden Fall mit einem D. Duikta vielleicht. Aber ich sehe da kein T. Also muss es eigentlich... Was? Dikta. Dikta kann es nicht sein. Ottika kann es nicht sein. Und Duikta kann es auch nicht sein. Purita. Orano. Orado. What the fuck? Ich nehme mal das hier. Das ist der gleiche Text wie letztes Mal. Aluno. Keine Ahnung. Ich nehme das. Ich habe keinen Plan. Ich kann es nicht lesen. Diese Buchstaben sehen für mich alle gleich aus. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu dumm bin. Ob mein Bildschirm vielleicht zu unscharf ist. Ich kann nicht lesen, was in diesem Buch steht. Keine Ahnung, Leute. So, wir überspringen das mal. Nicht so interessant, wie Heinrich da das schreibt. Kannst du überhaupt lesen? Noch nie habe ich so... War mir fast klar, dass das wieder nichts gibt. Aber egal, ich habe meine Arbeit geleistet. So, 16 Uhr ist wieder Gebet. Und dann 18 Uhr Essen. Und dann haben wir wieder Freizeit. Und in der Freizeit muss ich irgendwie versuchen, an das Blut ranzukommen. Und an den Wein. Pass besser auf, Bruder. Ja, wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun. So, Gebet. Alle sind auf dem Weg in die Messe. Pass durch. Auf, wo du hingehst. Ja, ich muss zur Messe. Schön langsam, Bruder. Pass auf, wo du hingehst. Pass besser auf, Bruder. Ich könnte mich theoretisch rausschleichen. Mach ich. Ich schleiche mich mal hier raus. Was tust du hier? Nichts, nichts. Ich höre mir nämlich jetzt den... Ein Mönch hat hier nichts zu suchen. Oh, sie singen schon. Was tust du hier? Ich höre mir nämlich jetzt den Wein. Ein Mönch hat hier nichts zu suchen. Dann haben wir das nämlich auch gemacht. Das wollte ich eigentlich heute Nacht machen. Aber das Gebet ist eigentlich prädestiniert dafür. Das fällt niemals auf, dass ich da fehle. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? Urban? Wer bist du denn? Beste Grüße. Wessen Haus ist das? Das des Kustos, des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Ach, der wohnt hier. Du scheinst nicht viel von ihm zu halten. Nee, ich Ein auch Mann, nicht. Dessen Nase so hoch in die Wolken ragt, dass sie als Regenrinne dienen könnte, kann nicht so übel sein. Was tut ein Kustos eigentlich? Tja, er soll sich um die Gemeinschaft kümmern und für Ruhe und Ordnung sorgen. Aber? Aber in Wahrheit ist ihm mehr daran gelegen, jeden Biss aufs Hemd auszunehmen. Ich danke dir. Okay, danke für die Info. Keine Ursache. Ist dir langweilig? Stinklangweilig. Wie kannst du dich in einer Stadt wie Sasau langweilen, die voll von Heiligkeit und Wissen ist? Sprich gar nicht erst davon. Die Bücher darf man nicht berühren, sprechen wollen sie nicht mit einem. Und als ich die Gebeine des heiligen Prokop betrachten wollte, verjagten sie mich. Mich! Wie einen gemeinen Dieb! Welchem Zweck dient dieses verdammte Kloster, wenn einem selbst das verwehrt wird? Vielleicht kann ich helfen. Ich soll dann Bücher besorgen vielleicht. Du führst doch nichts im Schilde, oder? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dir etwas aus der Höhle unter dem Kloster mitbringen, wo er sich aufhielt.
Man kann dort hinein. Ich würde es zurückbringen, nachdem du es berührt hast. Also, das würdest du für mich tun? Gewiss doch. Ich wäre dir sehr verbunden. Ein Stück Heiligkeit, okay. Kannst du mal hier irgendwie deinen Platz machen für mich, dass ich da mal in den Keller komme, oder? Bin ich hier schon richtig? Oh, bin ich hier schon richtig? Lalala. Voll gut. Ich dachte, ich muss das klauen, aber muss ich ja gar nicht. Fass ist es nicht, es ist eher ein Krug, ne? Aber, naja. Schinken Gaul schreibt man nicht ins Maul, ne? So, jetzt gehe ich da hin, tu so, als hätte ich die ganze Zeit mitgesungen und dann passt das doch. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? Da singen sie schon wieder. Salve, Domine. Ich bin rechtzeitig zum Amen gekommen. Pass auf, wo du hingehst. Was ich gerade richtig mitbekommen habe. 18 Uhr ist Essen. Ja. Bin ich eigentlich perfekt da, oder? Kann ich immer noch über eine Stunde am Gebet teilnehmen. Knapp über eine Stunde. So, 19 Uhr ist dann wieder Freizeit. Perfekt. So, ich bin nicht im Tagesplan angeblich, obwohl noch gar keine 18 Uhr ist. Das verstehe ich dann auch wieder nicht. Manchmal ist das Spiel spät dran, manchmal sehr früh. Seht ihr, jetzt sitzen hier schon alle und essen. Von Ostern bis zum 1. Oktober verrichten sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur 4. Stunde. So, ich nehme jetzt mal ein Löffelchen. Von der 4. Stunde aber bis zur 6. sollen sie frei sein für die Lesung. So. Und dann, hier schaue ich mal gerade ganz kurz nach, ich muss ja noch das Blut besorgen. Vielleicht fällt das ja gar nicht so auf. Weil, ich spreche jetzt mal gerade ganz kurz. Wenn ich jetzt hier hinten ganz schnell rumgehe. Ja. Seht ihr, hat gar keiner gemerkt. Perfekt. Der erste Schritt zur Demut ist... So, was haben wir noch? Den soll ich Wein bringen nachts? Beschaff Urban etwas von dem sterblichen Überresten des heiligen Prokop. Finde ich das denn? Muss ich auch heute Nacht mal schauen. Ich muss ja sowieso noch die Nacht bleiben. Kann ich denen vielleicht den Wein jetzt schon geben? Das wäre voll super. Aber ich darf ja jetzt nicht sprechen. Nee, stimmt. Man darf jetzt nicht mit denen sprechen. Dann kann ich eigentlich jetzt warten. Um 19 Uhr ist dann wieder Freizeit. Und in der Freizeit kann ich dann mit denen sprechen. Für solches Tun, oh, sie sind schon alle weg. Er keinen Lohn, sondern verfällt der Strafe der Murrer, wenn er nicht Buße tut und sich bessert. So, dann schauen wir mal nach. Wieso missachte ich das? Alle anderen sind auch schon weg. Ich bin der Einzige, der hier sein muss. Diesen Cizeratoren oder wie die heißen, ist auch keiner mehr hier. So, leg dich schlafen. Toll. Das ist meine Freizeit. So ist. Jetzt darfst du wieder schlafen gehen. Ein Wunder, dass der Prior morgens nicht den Atem eines jeden prüft. So, ich bringe denen jetzt auf jeden Fall erstmal den Wein. Die sitzen bestimmt wieder hier rum. Kriegt doch gar keiner mit, wenn ich denen einfach jetzt hier den Wein. Schön langsam, Bruder. Überreiche. Bist du einer von denen? Du bist doch der Haupt. Spacko, was genau. Was gibt es, Bruder? Hier, ich hab deinen Bein, Junge. Hä? Kann ich den noch ich nicht geben? Ich möchte dich... Dann muss ich wahrscheinlich abends machen. Okay, dann kümmere ich mich mal um die Gebeine da von Prokop. Und
man sich bestimmt heimlich machen, ne? Da ist es nicht. Wo ist das denn? Noch weiter unten? Ah, wahrscheinlich hier. Genau wie ich dachte. Hier sind keine Gebeine. Die habe ich ja schon geklaut, ne, oder? Die habe ich doch. Habe ich die nicht schon mitgenommen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. So, nachts fällt es eh keinem Menschen auf, jetzt nach der Freizeit, dass ich hier rumschleiche oder draußen rumlaufe. Das sieht keine Sau. Ich schau mal nach, ob ich das in meiner Truhe habe. Ich meine, ich hatte mal irgendwie die Gebeine von Prokop. Ich meine, die hatte ich mal irgendwo aufgehoben. Nee. Schale aus der Höhle. Ist es das hier? Unter dem Kloster sieht nicht... Sieht gewöhnlich aus. Etwas zu gewöhnlich. Okay. Schaffe bessere sterbliche Überreste. Okay, das reicht ihm nicht, scheinbar. Okay. Was heißt denn besser? Ich versuch's erstmal so. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Solltest du nicht im Kloster sein? Beste Grüße. Ich habe eine Schüssel aus der Höhle des heiligen Prokop. Eine Schüssel? Ich habe etwas anderes erwartet. Sieh nur. Ah, ist der wirklich vom heiligen Prokop? Er steckt's einfach ein. Wie krass ist der denn? Ja, er ist aus der Höhle. Ein wahrhaft erstaunlicher Ort. Bestimmt hat er wundersame Kräfte. Du hast recht. Mein Gott, welch Heiligkeit. Ich schulde dir was. Kann ich mich erkenntlich zeigen? Geld ist immer gut. Du hast es dir wahrlich verdient. Ah. Hier. Und danke. Heinrich. 300 Groschen. Ja. Ich wollte die Reliquie nur berühren. Falls du also etwas unerlaubt genommen hast, solltest du es zurückbringen. Naja, dann gib's mir. Er steckt's ein und sagt, er will's nur berühren. Der ist geil, der Typ. Ich verstehe jetzt nicht, was das sollte mit dem... Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Geld bekommen, wenn ich ihm noch irgendwie Knochen reingelegt hätte, die ich irgendwo vom Friedhof oder so geklaut hätte. Aber das finde ich jetzt auch doch ein bisschen zu heftig. Okay, wir müssen jetzt nachts noch den Wein loswerden. Und ich muss noch... was ist denn das B jetzt nochmal? Ach so. Genau, den Zirkatoren, den muss ich noch den Wein bringen nachts. Johann nimmt den auch nicht. Ich versuch's mal bei Johann. Was wünschst du? Nee, der will es auch nicht. Dann versuche ich mal den guten... Wo ist er denn? Du bist es nicht. Ach, wie heißt der denn jetzt nochmal? Pius halt. Wie ist denn sein Name hier im Kloster? Hab's schon wieder vergessen.
will ihm sagen, dass ich alles habe. Warum so in Eile? Bevor der sich hinlegt, dann muss ich nämlich noch einen Tag warten. Läuft der denn rum? Pass auf, wo du hingehst. Ist es so rührend? Rührend? Wohl eher Lukas, zum Haare raufen. Konstantin. Eine schreckliche Verschwendung. Ey, ich habe alle gefunden, nur den verkackten Pius nicht. Wer bist du? Joachim, du bist auch der Falsche. Dann bist du der Richtige. Ja, Antonius. Gelobt sei Jesus Christus. In deiner Truhe war ein Dolch. Warum auch nicht? Immerhin habe ich ihn selbst dort versteckt. Durchwühlst du immer die Sachen anderer? Beantworte du mir lieber eine Frage. Ich denke, du weißt welche. Wozu braucht ein Mönch einen Dolch? Dieser Dolch ist das einzige Erbstück meines Vaters. Er befand sich in unserem alten Laden, unter der Theke. Vater hatte ihn dort, um sich vor Dieben zu schützen. Als ich klein war, bewunderte ich diesen Dolch und fragte Vater, ob er ihn mir schenkt, wenn ich älter bin. Er sagte ja, aber dass ich ihn erst nach seinem Tod bekäme. Sprich weiter. Nun, Vater ist tot und ich bin hier. Dieses Stück Metall ist das einzige, was mir von der Außenwelt geblieben ist. Ich weiß, es ziemt sich nicht für einen Mönch, aber ich kann mich nicht davon trennen. Du könntest ihn jetzt zurückgeben. Du sollst nicht stehlen. Na komm, ich gebe ihn ihm zurück. Bitte sehr. Ich finde es trotzdem sehr komisch. Er bedeutet mir sehr viel. Ganz abgekauft habe ich ihm die Geschichte nicht. Da hast du deinen Dolch. Habe ich doch gerade schon. Vielen Dank, Bruder. Du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet. Dies ist das einzige Erinnerungsstück an ihn. So verbuggt. Letzte Nacht sah ich die Zirkatoren. Und warum schläfst du nachts nicht, anstatt durch die Flure zu schleichen? Ich wollte doch nur... Ich weiß, Bruder. Ich will damit nur sagen, dass du als Novi... Du hast recht. Weise Entscheidung. Das geht mir auch nichts ein. Das Klosterleben ist dem da draußen gar nicht unähnlich. Die Kloster... Wirklich? Ich dachte, Mönche wären frei... Sie wurden Mönche. Aber sie sind trotzdem noch Menschen, Gregor. Sei hier drin genauso. Vor Lügen, Neid und Rachegelüsten bleibt man auch... Danke für den Rat. Das bleibt dir überlassen. Nein, das wollte ich gar nicht. Was gibt dir. Es? Ich wollte mit dir viel Wichtigeres reden, genau. Ich habe alles, was wir für die Flucht benötigen. Gut. Gleich nach der Abendmesse treffen wir uns im Dormitorium. Wir müssen alles erledigen, bevor die Mönche zu Abend gegessen haben. Wie sieht dein Plan aus? Das heißt, ich muss den ganzen Tag warten nicht bei Nacht? Wir bereiten ein kleines Rätsel vor, das sie niemals lösen werden. Und weshalb beim Abendessen? Weil sowohl das Dormitorium als auch die Kirche leer sein müssen. In der Nacht werden wir dann fliehen. Bring alles mit und vergiss die Schlüssel nicht. Gut. Sobald die Abendmesse endet, komme ich ins Dormitorium. Okay, das heißt, ich muss jetzt den ganzen Tag, triff dich direkt nach der Abendmesse mit Antonius im Dormitorium. Dormitorium ist, glaube ich, die Schlafgemächer, oder? Nicht vom Fleck. Bruder? Was ist jetzt los? Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Ich war dort, Hallo? Wo ich sein sollte. Ich bin hier gerade eine Sekunde. Ich war nur spät. Wirklich? Ich tue so, als wäre nicht... Schnell weg hier. Machst mir Angst. Ja, im Prinzip... Mit dem Dormitorium, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passen. Weil er meinte, es muss ja vor dem Essen sein. Triff dich direkt nach der Abendmesse mit Antonius im Dormitorium. Nee, das kriegen wir heute nicht mehr hin. Das heißt, ich leg mich jetzt schlafen, bring den nachts noch den Wein runter und... Dann war's das, glaube ich, hier für uns im Kloster. Am nächsten Tag planen wir dann, glaube ich, den großen Ausbruch. Ich penne jetzt bis Mitternacht oder so. Dann geht unten richtig das Saufgelage ab, so wie wir es kennen. Dann spiele ich das am nächsten Tag nochmal durch. Hier das Theater, was wir kennen. Und pünktlich zur Messe werden wir dann, glaube ich, die nächste Episode wieder beginnen. Denn es ist jetzt hier schon wieder gelaufen. Wir geben jetzt noch eben schnell die Mission ab mit dem Wein. Und dann, ja, mal gucken, vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas aus dieser Mission, aber ich glaube nicht.
Ich glaube, wir geben denen jetzt den Wein ab und dann soll es das gewesen sein. Die Buchseiten fehlen mir natürlich noch, ne? Aber ganz ehrlich, so eine krüppelige Mission. Beim Agnus Dei die Stimme des Prios übertönt. Was gibt es, Bruder? Ich kann denen immer noch nicht den Wein geben. Ich mich erst dazusetzen wahrscheinlich, wa? Du bist ein guter Junge. Zeig her, was du mitgebracht hast. Ach, runter damit. Jeder Schluck ein Genuss, nicht wahr? Kein Wunder. Meine Kehle war schon ganz trocken. Nächstes Mal soll Joachim uns Wein aus dem Rheingebiet bringen. Der wird langsam langweilig. Warum trinkt Joachim eigentlich nie mit? Er ist jung und... Der eine ist viel zu leise. Das ist auch ärgerlich. Das ist einfach traurig. Das Spiel hätte noch ein bisschen Feintuning gebraucht. Dann wäre es echt richtig klasse gewesen. So ist es nur ein sehr gutes Spiel. Aber mit, wenn das ganze Debugging noch ein bisschen... Wenn sich die Entwickler ein bisschen mehr Zeit dafür genommen hätten, dann wäre es echt so gut geworden. Gut, liebe Leute, ich hau mich jetzt auch hin und ihr vielleicht später auch. Ich weiß nicht, was bei euch gerade ansteht, wie viel Uhr es ist, ob ihr jetzt gerade zur Schule geht oder zur Arbeit oder gerade Mittag esst oder Frühstück oder Abendessen oder ob ihr gerade im Bett liegt und vielleicht gleich oder gerade vielleicht schon am Einschlafen seid, wer weiß. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid hier bei Kingdom Come Deliverance, wenn wir uns dann hier aus dem Kloster entfernen, glaube ich, denke ich, denn ich vermute... dass der große Ausbruch folgt. Ein Ausbruch ist es ja noch nicht mal. Wir waren ja draußen, aber wir werden Pius hier rausholen, den guten Antonius. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich nachher nochmal die Wahl habe, ihn einzusperren. Wenn ja, dann werde ich ihn irgendwie einsperren, weil ich will ihn eigentlich nicht freilassen. Weil er ist nochmal ein Verbrecher, ist hierhin geflüchtet, um seinen Hals zu retten. Und ich kaufe ihm das Ganze nicht so ab, auch mit dem Dolch. Deswegen... Ich will ihn gerne vor Gericht stellen. Das ist auch das, was Herr Ratzig von mir wollte. Und, ja, ich finde, Herr Ratzig hat da, glaube ich, eine gute Sicht. Und mir ist auch wichtig, dass Ratze, mein alter Kumpane, ja, in guten Tönen von mir spricht. So, ich werde mich jetzt zum Gebet begeben und hier den langweiligen Tag nochmal durchspinnen. Und das mache ich aber ohne euch, denn das ist ja... nicht so spannend. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dann mit ein bisschen mehr Action. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Headshot.